Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler. Ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zum zweiten Video meiner Kopflausreihe. Im ersten ging es um allgemeine Informationen. Jetzt geht es um die Maßnahmen, Kopfläuse zu erkennen, zu entdecken und wie man sie denn dann behandelt, wenn man sie gefunden hat. Natürlich schaut man zunächst die Haare an, wenn man nach Kopfläusen sucht. Man untersucht, wenn man es richtig macht, jede einzelne Strähne nach krabbelnden Läusen. Die erwachsenen Läuse sind bis zu 3 mm groß, relativ dunkel, bräunlich. Sie krabbeln gar nicht mal so langsam. Und die kleinen Läuse, die sogenannten Nymphen, sind ganz klein, 1 mm groß. Sie sind hell, gräulich und schwer zu erkennen. Am einfachsten ist es, wenn Sie so eine Lupe haben und dann noch mit einem Licht, dann können Sie sehr sorgfältig diese Untersuchung machen. Ich benutze mein Otoskop, mein Ohrspiegel, der ebenfalls eine Lupe hat, wenn ich nach Läusen suche. Diese Untersuchung dauert, wenn man sie richtig macht, je nach Länge des Haares, bis zu 30 Minuten. Aber leider ist diese Methode nur zu etwa 30% auch wirklich sicher. So zeigen es die neuesten Studien. Das heißt, nur in 30% aller untersuchten Fälle entdecken Sie auch tatsächlich die Läuse bzw. die Eier. Und zu den Eiern noch ein Hinweis. Die Eier werden von der Laus direkt an den Haaransatz geklebt, damit, wenn die Laus innerhalb der nächsten 8 Tage schlüpft, dann direkt an der Nahrungsquelle sitzt. Und diese Eier haben zunächst eine dunkle Farbe, solange die Laus noch drin ist, und dann werden sie weißlich. Wenn die Laus rausgeschlüpft ist, sie sehen dann aus wie Schuppen. Der Unterschied aber von diesen Eihüllen, die man auch Nisse nennt, zu den Schuppen ist, sie kleben fest an den Haaren, sie können sie nicht einfach so abziehen. Und deshalb kann man sie auch manchmal noch mehrere Zentimeter entfernt von der Kopfhaut entdecken. Das bedeutet dann, dass der Lausbefall, also das Kleben des Eies, viele Wochen zuvor schon stattgefunden hat. Wenn Sie Nissen finden, die weiter als 1 cm von der Kopfhaut entfernt sind, dann sind diese Eier leer. Und das sind dann sogenannte Nissen, die keine Ansteckungsfähigkeit mehr bedeuten. Die zuverlässigste Methode, Läuse und Lauseier zu erkennen, das ist das sogenannte feuchte Auskämmen. Dazu werden die Haare zunächst mit Shampoo gewaschen, dann mit einer Pflegespülung behandelt und dann einfach nur mit einem Frottehandtuch abgetrocknet, sodass sie feucht sind. Und dann wird mit einem grob zinkigen Kamm und dann mit einem normalen Kamm das Haar so weit vorbereitet, dass man es mit einem sogenannten Läusekamm, Sie sehen hier zwei mögliche Ausführungen, durchkämmen kann. Wichtig ist, dass mit diesem Nissenkamm jede Haarsträhne vom Haaransatz bis zum Ende durchgekämmt wird. Dieses Untersuchen auf diese Weise dauert ebenfalls, wenn Sie es richtig machen, 20 bis 30 Minuten. Wenn Sie auf diese Weise wenigstens eine einzige lebende Laus, also eine krabbelnde Laus oder eine Nymphe, eine kleine Laus entdecken oder auch nur ein einziges Ei oder eine Nisse, dann ist das der Beweis dafür, dass ein Kopflausbefall vorliegt. Und wie gehe ich nun vor, wenn ich eine Laus oder ein Ei entdeckt habe? In der Apotheke bekommen Sie eine Fülle von möglichen Lausmitteln. Die besten davon sind die, die man auch rezeptieren kann. Darunter gibt es mehr oder weniger gut wirkende Mittel. Das werden Sie sehen, wenn Sie mehrere ausprobieren. Meine eindeutige Empfehlung ist, ein Präparat zu wählen, welches Dimethikon, das ist eine Art Silikonöl, enthält. Es gibt von vielen Herstellern solche Präparate. Sie wirken dadurch, dass sie die Atemöffnungen von den Läusen verkleben, sodass die Läuse ersticken. Der Vorteil ist, es können sich keine resistenten Läuse bilden. Und es gibt auch entsprechende Mittel, die auch eine gute Wirkung auf
die Eier haben, sodass man mit einer einzigen Behandlung Läuse und Eier recht zuverlässig abtöten kann. Das Entscheidende bei einer Behandlung von Kopfläusen ist, dass sie sich exakt an die Anleitung halten. Und die ist von Mittel zu Mittel unterschiedlich, vor allem betreffend den Zustand des Haares. Muss es trocken sein? Muss es leicht feucht sein? Betreffend auch die Dauer der Einwirkung. Beim einen sind es nur wenige Minuten, beim anderen müssen es mehrere Stunden sein. Halten Sie sich, meine dringende Empfehlung, unbedingt an diese Anleitung, weil der häufigste Grund, warum eine Therapie nicht funktioniert, ist, dass man es nicht so macht, wie es in der Anleitung steht. Insbesondere bei langen Haaren ist es wichtig, dass das Mittel an jedes Haar hinkommt und dass es ausreichend lange einwirken kann. Ebenfalls notwendig ist eine Wiederholung der Behandlung 8 Tage danach, weil innerhalb von 8 Tagen die eventuell die Behandlung überlebt habenden Eier geschlüpft sind und dann durch die erneute Behandlung abgetötet werden. Nach der Behandlung mit einem geeigneten Kopflausmittel darf ein Kind einen Tag später wieder in die Gemeinschaftseinrichtung gehen. Es gilt als nicht mehr ansteckend, insbesondere dann, wenn man 8 Tage danach eine erneute Behandlung durchführt. Wichtig bei der Behandlung von Kopfläusen ist es auch zu wissen, dass sie keine anhaltende Schutzwirkung erzeugt. Das heißt, dieses Kopflausmittel wirkt nur in dem Moment, in dem es auf die Haare und auf die Kopfhaut einwirken kann, aber es hält nicht an. Man kann sich also theoretisch am nächsten Tag wieder anstecken. Und deshalb kann es notwendig sein, in dieser Zeit des Kopflausalarms in einer Einrichtung täglich nach Läusen und Eiern zu suchen. Außerdem ist es auch wichtig, dass man weiß, dass das Waschen von den Schmusetieren und von Bettwäsche und von Kleidung keine wirklich sinnvolle Maßnahme ist. Die Kopfläuse sind in der Regel dort, wo es was zu essen gibt, und das ist auf der Kopfhaut. Wir erfahren in unseren Sprechstunden, dass viele Eltern einen riesen Aufwand damit betreiben, alles, was Kontakt mit dem Kind hatte, in die Waschmaschine zu stecken oder in eine Tüte zu packen. Denn tatsächlich überleben Läuse eine Zeit ohne Blut nicht länger als 3 bis 4 Tage. Aber Untersuchungen haben gezeigt, dass die Läuse in der Regel nicht in einer Menge außerhalb des Kopfes vorkommen, dass es sinnvoll ist, das zu tun. Ich empfehle, die Zeit sinnvoll zu nutzen, und zwar mit dem Engagement im richtigen Untersuchen, so wie ich es Ihnen gesagt habe, und vor allem mit der richtigen Behandlung. In meinem nächsten Video, Kopfläuse 3, geht es um das Problem der immer wiederkehrenden Kopfläuse und was ich da an Tipps zu sagen habe. Heute zum Thema Kopfläuse. Kopfläuse sind einer der Hauptgründe, warum völlig entnervte Eltern bei mir in der Sprechstunde erscheinen. Vor allem dann, wenn sie mehrmals auftreten, und das ist leider oft genug der Fall. Ich möchte Sie mit diesem Video über das auf